Ja, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu V Rising mit mir, dem Eagle, und mit Isabella von Karstein. Ja, die im letzten Part, also, na gut, schon einiges weitergekommen ist, in dem Sinne, dass wir einiges noch weiter erforscht haben. Wir haben ein 100% Kriegerblut gefunden, das ist extrem wertvoll, da bin ich sehr, sehr happy drüber. Ja, auf der anderen Seite haben wir aber ziemlich die Fresse voll bekommen, und zwar von Gretel, der Glasbläserin. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, um ehrlich zu sein. Das ist natürlich jetzt nicht gerade toll, aber wir werden es jetzt nochmal probieren und ich glaube, ich werde es dieses Mal tatsächlich hier mit der Armbrust probieren, weil ganz ehrlich, ich glaube, auf Distanz zu bleiben ist bei der gar nicht so sehr verkehrt. Und was eventuell auch noch nützlich sein könnte, wäre tatsächlich wieder den Arachniden mitzunehmen. Ich habe mir das jetzt nochmal überlegt. Ich glaube, es ist schon, also mit Verdammungsgeschichten rumzuhüpfen ist generell nicht schlecht. Der Hyperstrahl ist einfach, ich muss zu lange stehen bleiben. Das ist am Anfang zwar okay, um ein bisschen Schaden zu drücken, aber ich sag mal so, dann am Ende, das bringt's dann auch nicht so sehr. Jetzt geht die Sonne auf, ich könnte schon wieder reiern. Jetzt mal kurz gucken, was haben wir hier noch? Chaosbarriere, haben wir irgendwas für den, verdorbener Schädel. Das könnte auch nützlich sein, verdammt. Verdorbener Schädel. Erhöht den Schaden um 16%. Nee. Warte, was? Verschieße statt eines Projektils zwei Spiralprojektile. Was ist das hier? Erhöht die Reichweite um 19%. Nee. Schutz der Verdammten. Achso, nee. Da haben wir den boshaften Klunker schon da. Was haben wir da sonst? Knochenexplosion. Schutz der Verdammten. Nee. Ja, Schutz der Verdammten bringt mir da auch nicht so viel tatsächlich. Ich muss gerade mal gucken, was heißt denn das hier immer? Absorbierte Angriffe beschwören ein Skelett. Das könnte es aber tatsächlich schon bringen. Wisst ihr was? Ich schalte das Ding mal frei. Ich meine, der Todesritter ist vielleicht auch nicht verkehrt. Weil den kann ich immer dorthin beschwören, wo sie gerade ist. Ja, aber ich brauche was Defensives, definitiv. Ja, der Schattenblitz ist okay, der macht auch ganz gut Damage. Obwohl ich mir fast denke, ich probiere es jetzt mal mit einem reinen Verdammungsbild. Ich gehe komplett auf Verdammung und spam sie einfach mit Untoten zu. So zumindest mein Kalkül. Jetzt überlege ich mir gerade, ich könnte mir natürlich noch den passenden Anhänger dazu basteln. Na, es gibt doch hier, ich muss jetzt gerade mal gucken, da brauche ich einen Geißelstein-Anhänger für. Und dafür brauche ich logischerweise Geißelstein. Ich weiß aber gar nicht, was man da sonst noch braucht. Ich nehme mal die verbesserte Blutessenz mit. Ich weiß gar nicht. Geißelstein, Grabstaub nehme ich mal mit. Ich weiß gar nicht mehr, was man dafür brauchte. Deswegen muss ich mir das gerade nochmal anschauen. Ich würde mir tatsächlich jetzt einen passenden Verdammungsanhänger basteln. Dann probiere ich es jetzt mal wirklich mit einem reinen Verdammungsbild. Ob man damit weiterkommt. Weil ganz ehrlich, das kann ja, die kann ja nicht unbesiegbar sein hier. Wie so oft sage ich das und dann probiere ich es doch fünfmal. Ich meine, bei Maya habe ich, glaube ich, 5 bis 6 Versuche gebraucht. Das waren jetzt gerade 2 Versuche, oder was, wo ich ziemlich übel kassiert habe. Aber gut, Geißelsteinanhänger. Ah, Edelsteinstaub braucht man nur. Gar kein Grabstaub. Okay. Gut, erstmal ein Geißelsteinanhänger. Dann brauchen wir 12 Glas und 3 gewöhnliche Smaragde. Okay. Gewöhnliche Smaragde. Und Glas brauchen wir. Okay. Dann holen wir noch schnell Glas. Ja, aber man muss sich dann doch relativ systematisch vorbereiten. Das ist einfach notwendig. Das Glas haben wir dann unten noch alles. Bin ja dann auch mal gespannt. Ich meine, Bane, die Schattenklinge. Weiß gar nicht, wie wir den finden sollen. Wir haben ihn das letzte Mal durch reinen Zufall gefunden. Aber, naja, was man da alles macht, dass man sich Sachen freischalten kann hier. So, das ganze Glas, erstmal her damit. Wenn ich so überlege, ich glaube, ich werde das Schloss tatsächlich mal verlegen. Ich habe schon ungefähr so einen Spot mir ausgemacht, wo ich es, glaube ich, hinpacken würde. Hier so irgendwo oben am Grenzgebiet. Vielleicht hier oben so irgendwo da, weil da ist sehr viel Platz. Das gefällt mir mal sehr, sehr gut, wenn ich viel Platz habe. Aber vor allem, wir sind dann hier sehr nah bei diesen Ruinen da. Das wird später im Late Game sehr wichtig. Und wir sind hier auch relativ nah dran. Das wäre eigentlich ganz cool.
Klar, wir könnten komplett irgendwo ins Zentrum gehen, aber da ist immer, ich weiß nicht, das könnte auch noch was sein, aber irgendwie, das ist dann nicht so weit weg von dem, wo ich bis jetzt wohne. Da lohnt sich der Umzug gefühlt gar nicht. Aber so, jetzt erstmal gucken hier. Müssen wir erstmal rauf. Weil ich merke schon, die Räume sind strategisch jetzt nicht unbedingt optimal angeordnet, ehrlich gesagt. Weil ihr seht das jetzt gerade, wenn ich hier irgendwas schmieden will und danach einen Anhänger machen möchte, muss ich hier einmal komplett durchs Schloss laufen. Das ist strategisch nicht klug angelegt. So, lass mal kurz gucken hier. So, das war das hier, ne? Verdammung. Ja. Probieren wir mal. Probieren wir mal. Wir packen den Rest mal hier rein. So, zack. Wisst ihr was? Das Glas packen wir jetzt auch erstmal. Ach so, geht ja gar nicht. Ist ja kein Materiallager. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. So, dann gehen wir nochmal mit dem 95er Schurkenblut hier rein. Weil wir haben ja jetzt gerade keine Glasfiole, um unseren 100%igen abzuzapfen. Deswegen, naja. So, was haben wir hier noch? Das kommt alles hier rein. Ach so, ne, das kommt ja alles hier rein, genau. Und das Glas kommt dann hier noch mit dazu. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh mein ganzes Equip liegt da noch rum. Das ist natürlich lästig. So. Aber wie gesagt, mit der Armbrust das zu probieren, ist auf jeden Fall, finde ich, könnte ein vielversprechender Ansatz sein. So. Wo ist denn hier der blöde Quarzstimmbruch? Ach, hier. Ja, meine Blutreserven gehen natürlich demnächst wieder runter. Wahrscheinlich hat jetzt alles in dem Gebiet resettet, oder? Ach nee, tatsächlich gar nicht. Ja, macht mal euer Ding, ne? Oh, die mit ihren nervigen Mini-Mutanten da. Hört doch mal auf. Oh, dass die Milizen aber auch immer so eskalieren müssen. Jetzt, lasst mich doch einfach in Ruhe hier durchlaufen. Kann nicht so schwer sein. Ich will doch einfach nur hier rein. Hier bin ich Mensch, hier will ich rein. Au. Au. Ja, meine Geduld auch, ehrlich gesagt. Oh, ist das lästig. Au. Alter, was zum Fick? Hört doch mal auf mit der Scheiße. Alter, was? Alter, dieses Rumgebombe geht ja so auf den Geist. So, warte mal. So, lebt ihr noch? Jetzt rennt der wieder weg. Was soll denn das? Erst die ganze Hütte hier kurz und klein bomben und dann abhauen. Was ist denn das? Doch, das ist doch keine Art, sowas. Oh. From my veins, I rejuvenate. So, pass mal auf, Kollege. Dich kaufe ich mir jetzt. Klar, Brandschaden for the win. Hast du recht. My blood. Restore my body. Ja, übertreibt's doch nicht immer so. Oh. Die gehen aber auch wirklich auf den Sack mit dem, was sie da tun. Mit allem, was sie tun, gehen sie auf den Sack. Es ist Wahnsinn. Aber jetzt erstmal tiefen Schluck nehmen, dass wir hier wieder Full Heal sind. Mann, Mann, Mann.
So, jetzt hat. So, für 16 Minuten hält das Ding noch, na gut. Gut, der Mond geht auf. Ja, 57% Krieger. Nee, aber wir werden mit dem Schurkenblut reingehen, definitiv. So. Come on. Jetzt will ich mir erstmal mein Equip holen. Tut mir leid, Glasbläserin, aber jetzt gerade passt's nicht. Ist gut, ich bin schon wieder weg. Ich bin schon wieder weg. Ignoriere mich einfach. So, pass auf. Okay, wir haben noch 17 von diesen Tränken. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist machbar. Es ist definitiv machbar. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Probieren wir es jetzt einfach mal. Ich meine, mehr als failen können wir ja nicht. If you break something in here, I'll break you. Impressed? This is nothing. You're a real piece of work. Au. Au. Scheiße. Nö, geht eigentlich. Ich muss sagen, das Fernkampfbild ist gar nicht so schlecht. Au. Scheiße. Es geht tatsächlich jetzt. Au, was? Was? Ach, Scheiße! Ah, nö, ist das blöd. Ah, wir haben sie dieses Mal gut runtergekriegt. Das nächste Mal haben wir sie. Ah, das nächste Mal haben wir sie. Verdammt! Ah, das ist ärgerlich. Aber das war gut. Das war richtig gut. Wir haben die richtig gut runtergekriegt. Ich muss das nur mit dem Ausweichen ein bisschen besser hinkriegen. Und ganz ehrlich, der Schutz der Verdammten, boah, beim besten Willen, aber nee. Nee, nee, nee. Da bleibe ich lieber hierbei. Aber der verdorbene Schädel, das ist richtig, richtig gut. Das bringt richtig was. Heilige Scheiße. So, nix wie weg hier. Boah, diese Nervbolzen hier. Jetzt kommen wieder die Nächsten, die nerven wollen. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ciao. So. Mann.
Nächsten, die rumnerven. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will nur mein Equip wieder haben jetzt erstmal. So. Pass auf. So. Pass auf. Bevor mir der Scheiß jetzt noch dreimal passiert, gehe ich jetzt nochmal ganz kurz wieder zurück, tatsächlich. Wo ist der nächste Spawner? Ja gut, das ist der nächste Spawner. Ja, der nächste ist so weit weg. Nee, wir müssen hier lang. Dann liefere ich den ganzen Kram erstmal zu Hause ab, hol mir neue Tränke und dann geht's los. So. Ab dafür, weg. Ab durch die Milizen. So. So. Diese blöden Mutantendinger da, die sind wirklich lästig. So. Ja, weil das, an sich, glaube ich, das ist gut schaffbar. Das ist gut schaffbar. Gerade mit dem Fernkampf-Build, glaube ich, da kann man gut was reißen. Aber jetzt nicht so jedes Mal mit noch weniger Tränken, mit noch weniger Vorbereitung, das bringt es nicht. So, jetzt gerade mal gucken, was haben wir denn da alles? Wir haben auf jeden Fall jede Menge Quarz. Ich tue das schon mal rein, auch wenn wir es noch gar nicht einschmelzen können. Aber das können wir hoffentlich demnächst. So, packen wir hier noch den Schwefel dazu. Da kommt der ganze Kram rein. Hier noch ein bisschen Glas. Nein, das ist jetzt einfach so. Ich meine, dass die Bosse herausfordernd sind, ist ja auch in Ordnung. Ich habe bei der auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie völlig frustrierend ist. Klar, die Angriffe tun teilweise echt weh. Aber irgendwie, bei der hat man nie so das Gefühl, jetzt wie ich das bei Maya stellenweise hatte, so, Alter, ey, die übertreibt's völlig. Sondern okay, das ist einfach ein ganz normaler, harter Boss. So, das ist irgendwie, das fühlt sich bei der nicht so unfair an. Vielleicht auch, weil sie sich nicht so, weil sie einen nicht so mit diesen Projektilen zuspammt. Klar, wenn diese Gläser da zerbrechen, da fliegen mal eine Reihe Projektile in der Gegend rum. Aber das fühlt sich nie so unfair an, wie bei Maya, die dir einfach irgendwie 10.000 Projektile und Blätter um die Ohren schmeißt. Und dann gegebenenfalls noch zig Minions, die dich abfacken. Ich weiß nicht, ob sie das eventuell, wenn sie noch mehr Leben verliert, ob sie das eventuell auch noch macht. Ich will da noch nichts verschreien. Aber ganz ehrlich, irgendwie im Moment kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Hier, warte mal, pack mal was Mutantenfett rein. Weil ich jetzt noch nicht so recht weiß, wohin damit. So, was haben wir dann da noch? Pflanzenfasern. Ach, die können wir gar nicht hier rein tun. Dann tun wir sie halt hier rein. Gut, dann haben wir hier noch Edelsteine, eine ganze Menge. Und wir haben hier noch Tränke natürlich. So. Wie sieht's hier aus? Ah, jede Menge Blutrosengebräu. Sehr gut. Gut, dann haben wir hier noch irgendwelche allmöglichen Herzen. Kommen hier rein. So. Ja, im Prinzip kann ich direkt, also ich meine, das hält jetzt nur noch 3 Minuten oder was? Oder 8 Minuten. Ich kann direkt eigentlich den nächsten Trank trinken. So, pass auf. Dann machen wir das nämlich so. Ich nehme dann jeweils noch einen mit. Muss demnächst mal wieder welche machen, fällt mir auf. So, mal gerade gucken. Was haben wir da sonst? Leere Trinkschläuche, 17 Stück. Rein damit, so. So, was haben wir dann hier noch? Unsere Gefangenen, ja richtig, da wollte ich ja Blut abzapfen gehen. Ist halt die Frage, ob ich es mit dem... Ich probiere es nochmal mit dem 95er Blut. Aber dann müssen wir mal schauen. Was haben wir... ja gut, wir haben jetzt eigentlich ein 100% Kriegerblut. Den anderen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Okay, Schurke 95%, Schurke 97%. Ah, du bist hier der Neuzugang. Mit 100%. Ja, aber dich müssen wir erstmal aufpäppeln, das ist ja klar. Wir nehmen erstmal die ganzen Fischis hier. Und dann füttern wir dich erstmal wieder, bis du groß und stark wirst. Ups, sorry, wollte ich nicht. Falscher Knopf. So, hier erstmal kriegst du eine fette Grundel. Alter, wir haben so viele von diesen Fischen. Das ist echt hardcore. So, wunderbar, Ski. Okay, interessant. Wir hatten hier noch 86er Blut rumliegen. So, 100er. Okay, das hat einiges abgezogen. 10% Elend. War.
Ach komm. Nehmen wir mal einen von denen. Jetzt müsste das Elend ja wieder bei 0 sein, genau. Und nochmal abzapfen, bitte. Jawohl, 19% Elend. Gut, machen wir nochmal den hier. Mal gucken, wie viel Elend jetzt weg ist. 5% Elend, okay. Schauen wir mal, das müsste ja jetzt eigentlich genau auf 0% runtergehen. So, und nochmal bitte. Ich hoffe, ich bringe ihn jetzt nicht um. Nee, ich bringe ihn nicht um, sehr gut. 24% Elend, ja. Kriegst jetzt erstmal sowas hier. Müssen wir ja gut füttern hier. So, jetzt hat er wieder 100%, ist doch gut. 1%, na komm. Das war ein hässliches Geräusch. Egal, um dich kümmere ich mich später nochmal. So, warte mal. Jetzt ist das ganze Zeug da noch drin. Nee, 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 nee. Ich nehme das gerade mal alles an mich und tue es hier in die Truhe rein. Und, ja, hier 100%. Alter, wir haben einiges an 100% Dingern da. Wisst ihr was? Ich werde es mal mit dem 100%igen probieren. Mit dem 100%igen Kriegerblut. Obwohl, ich will das 95er jetzt auch nicht verschwenden, weißt du? Das ist halt so die Sache. Komm. Da kommt jetzt nur Blut rein. Und in die andere Truhe kommt das ganze Fressen rein für die Gefangenen hier. So, zack, zack, zack. Genau. Sieht doch ganz ordentlich aus. Gut. Das 100%ige behalten wir aber erstmal vor. Aber ich glaube wirklich, Fernkampf ist der Schlüssel dabei. Wir dürfen nicht zu nah ran. Weil da treffen uns halt ihre komischen Dinger, die sie da schmeißt, treffen uns halt sonst sofort. Das ist ja auch nicht so dolle. So, hier Edelsteinstaub. Was haben wir da sonst? Ach Gott, Kupfermünzen. Ja, gut. Packen wir das gerade mal hier so weg. Ja, mal schauen. Das war dann aber auch alles, ne? Ja. Nee, das ist gut. Also 100% Blut zu haben, ist immer was Feines. Da freue ich mich. Gut, dann haben wir hier Samen noch gefunden. Die Samen packen wir hier einfach mal wieder rein. Für unsere neue Gartenanlage, wenn die denn entsteht. Und ja, eine große Truhe. Da packen wir das noch rein. Schön. Ach, jetzt habe ich noch diese blöden Fische dabei. Scheiße. Ist immer das Gleiche. Eine Sache vergisst man dann immer. Und da muss man nochmal extra hinrennen dafür. Na, deswegen. Ich muss mal schauen. Vielleicht mache ich das nach dem Part eventuell, dass ich mal das Schloss umplatziere. Einfach, damit wir da in Zukunft das alles ein bisschen cleverer aufgeteilt haben. Weil das stört mich tatsächlich dann schon. Das frisst uns einiges an Zeit, wenn das so unklug designt ist. Ich habe das halt irgendwie, das ist halt genuin so gewachsen. Aber es ist halt eigentlich, das ist nicht die beste Option gewesen. Deswegen, naja. So. Also, wir sind gut vorbereitet. Und damit probieren wir es jetzt nochmal. Haben dieses Mal auch was Defensives dabei. Also, beziehungsweise was hoffentlich funktioniert dieses Mal. Also, der Schutz der Verdammten, davon bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. So, lasst mich mal kurz in Frieden. Ich will hier nur durch. Bin nur auf der Durchreise. Und ihr lasst mich jetzt besser auch in Frieden. So, tschö, mede. Tschüssli, Müsli. Ah, jetzt sind die natürlich wieder respawn. Okay. Au. Alter, wie die einem aber auch auf den Sack gehen können. Das ist immer wieder ungemein nervtötend. Blood sustains me. So. Au. Au.
restore my body. Diese Sprengmeister da, die gehen so auf den Piss, das ist unfassbar. Au. From my veins, I rejuvenate. So, jetzt reicht's aber auch. So, warte mal, jetzt müssen wir nur kurz nochmal aufheilen. Und dann machen wir kurz noch hier diese Milizpatrouille weg, einfach aus Prinzip, weil die mich nerven. Das war's auch mit dieser blöden Patrouille. Gott sei Dank müssen wir hier nicht für Munition sorgen oder so. Das wäre echt blöd. Blood sustains me. So. Trinken wir erstmal aus. Und dann gucken wir mal rein. Sehr gut. Also, erneut. Huhuhuhu. Looks like I'm about to make a mess. Ah, you're a real piece of work. Au. Warum zum Teufel bin ich eigentlich so gottverdammt langsam? You're a real piece of work. Ach, Klappe halten, ne? Au. Erstmal wieder voll heilen. How about no? These arms are just shatter. Feel the burn. Holla, die Waldfee. Au. Shatter. Impressed. This is nothing. Feel the burn. You're a real piece of work. Au! Watch for broken glass. Afraid of the heat. Yeah. These arms aren't just for crafting. Alter! Trinkst du jetzt mal? Scheiße, scheiße, scheiße! Arachne, fressen! Los! Ah, fuck! Oh, geil, ich kann sie sogar aus der Arena locken. Okay, das ist gut. Going up
Oh, fuck my life. Hör doch auf, mich aus der Arena zu pusten. Boah, Schwein gehabt. Gerade noch rechtzeitig. Komm. Ja! Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Jawohl, Alter, wir haben's geschafft. Oh. I feel stronger. Ja, meine Fresse. Das war jetzt aber echt krampfig und hat uns eine Menge Heiltränke gekostet. Alter Falter. Aber doch, 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 das war packbar. Das war packbar. Das Fernkampfbild hat es dann doch rausgerissen. Oh, meine Fresse. Und die Skelettis haben auch genug abgelenkt, dass ich genügend trinken konnte. Eieieiei. Okay, hat funktioniert. Ja, nice. Das heißt, wir haben jetzt den Sturm, Hängespiegel, Glas und Blutrosentrank. Sehr gut. Dann schauen wir noch nach Bane, wo der rumhängt. Nur mal, um sein Angriffsmuster kennenzulernen, würde ich sagen. Der ist weit entfernt. Ich würde auch sagen, wir haben jetzt hier genug gesehen. Oder es liegt hier nichts mehr rum. Nö. Boah, Alter. Ja, aber doch. Der Boss war durchaus schaffbar. Also, war schon herausfordernd, aber schaffbar. So, wo ist denn hier eigentlich der nächste? Ja, doch, wir müssen wieder den Spawner nehmen, weil... Gut, andererseits... Wir können ja trotzdem mal da runtergehen, einfach nur mal, um zu gucken, was da ist. Wir müssen auch mal ein bisschen die Karte aufdecken, ne? Aufdecken, ne? Die Karten aufdecken, ne? Nein, das war jetzt eher das klassische Deutsche, ne? Diese völlig... Oh, warte mal. Ey, ich wollte gerade sagen, du bist nicht Bane. Oh, ein Skelett bist du. Ist aber nett. Ja. Gefällt mir gut bis jetzt. Gut, jetzt laufen natürlich meine Blutreserven langsam alle. Ah, oh, Blutrose war auch mal wieder schön. Naja, die Armbrust hat schon ihre Vorzüge, das muss man echt sagen. Ist halt nur leider nicht gegen jeden Gegner was. Ich meine, sie bleibt ja irgendwo dann einfach in der Arena stehen und will dann auf Kuschelkurs gehen. Kurzzeitig, aber nie so, so weit, dass man sich jetzt irgendwie ohne Armbrust dann wehren müsste. Das geht alles. Die Glasbläserin, das war jetzt schon, ja, das war jetzt trotzdem der... Der dritte Versuch, glaube ich. Oder war es sogar der vierte? Das hat schon... Die hat schon reingezwiebelt, sage ich mal. Aber trotzdem. Hat jetzt ein erfreuliches Ende gefunden hier. So. Jetzt gerade mal gucken hier. Das ganze Quarz. Jetzt mal hier reinstopfen. Ja, und jetzt könnt ihr ja Glas herstellen. Wie erfreulich. Können wir hier auch schon die... Ja, hier können wir auch dann schon die anderen Dinger herstellen. Hier die einfachen Glasflaschen. Weil dann gehen wir tatsächlich von dem Blutrosengebräu, gehen wir langsam auf den Blutrosentrank über. Müssen wir dann nur mal gucken, was es dafür braucht. Wie sieht es draußen aus? Die Pflanzen sind noch nicht nachgewachsen. Okay, gut. Würde ich sagen, während das derweil alles so vor sich hinarbeitet, gehen wir mal rauf und liefern den ganzen restlichen Shit ab. Das kommt hier rein. Das packt man in die Blutpresse. Was ist das jetzt hier wieder? Ja, ja, ich weiß auch, ich weiß. Ich muss mit dir gleich nochmal kurz Gassi gehen. Ein bisschen hier Leute wegschnabulieren. So. Ins Lager für die Schnaderei kommt das hier noch mit rein. Dann haben wir noch zwei Tücher irgendwo aufgegabelt. Rein damit. Was haben wir denn da sonst noch? Edelsteinstaub. Ach, irgendwo... das der Rest passt eigentlich. Ah doch, hier, das gehört hier noch rein. Leerer Trinkschlauch. Dürfte noch interessant werden. So, rein damit.
Ja, rauen Faden brauchen wir wieder mal. Führt kein Weg dran vorbei. So, jetzt hier noch den Rest einsortieren. Und dann gehen wir nochmal kurz raus. Trinken irgendwen aus. Damit die liebe Seele Ruhe hat. Ja. Und da glaube ich wirklich, dann werde ich eine Aufnahmepause machen. Zum einen, weil ich mir jetzt Mittagessen machen muss. Und zum anderen, weil ich dann mal das ganze Schloss hier, so wie wir es kennen, werde ich mal umplatzieren. Ich werde mir mal angucken, wie das geht. Und dann werde ich da mal was umplatzieren. Weil, ganz ehrlich, das ist so, mir gefällt das noch nicht. Das war jetzt gut für den Anfang. Das war eine gute Location. Aber wir sind jetzt halt im Spiel schon erheblich weitergekommen und sollten daher doch ein bisschen schauen, dass wir jetzt eine bessere Location finden, die gerade an den Late-Game-Gebieten näher dran ist. Und da erinnere ich mich an eine Location, die habe ich auch schon im Multiplayer hier mit Kumpels habe ich die schon benutzt. Die ist zum einen am verfluchten Wald relativ nah dran, zum anderen aber eben auch an diesem, ich nenne es jetzt mal Dracula-Gebiet. Das ist extrem gut und deswegen werde ich diese Location in Anspruch nehmen. Also nur nochmal zur Erläuterung, das ist dann, wird dann hier oben sein, würde ich mal sagen, so ungefähr. Zum anderen, weil es auch relativ nah an einem anderen Spawner dran ist, das ist an sich nie verkehrt. Und ja toll, jetzt geht die Sonne auf. Yippie-yay-yay. Ich muss aber trotzdem kurz nochmal raus, wen austrinken, das hilft ja nichts. So, gerade mal gucken hier. Beziehungsweise, wir teleportieren uns kurz mal irgendwo hin. Keine Ahnung. Ist ja egal, oder? Hier, guckt mal. Ich habe hier einen Spawner freigeschaltet. Nur damit ihr mal seht, was uns noch erwartet. Ja? Das ist, glaube ich, jetzt auch eher so unsere Kragenweite inzwischen. Das ist so mit 50er. Seht ihr das? 57? Was hier rumläuft, Alter. Ja. Ja, die haben hier Draculina-Blut. Das ist jetzt aber zugegebenermaßen nichts für uns so wirklich. Oh, da wird sich gekloppt. Oh, der Bär hatte keine Chance. Vampirkultisten gibt's hier, naja. Okay, aber nee, hier will ich gar nicht weiter rumlaufen, weil ich will ja noch nicht spoilern. Ja? Also erst einmal, wir gehen dorthin, sobald die ersten Bosse da auftauchen, die in unserer Kragenweite sind. Ich gehe jetzt nochmal hier, nochmal hin. Trink wen aus und dann schauen wir mal. Ich weiß, es ist Tag, das ist jetzt natürlich nicht die optimale Zeit, um jemanden auszutrinken, aber komm. 58%iger Arbeiter, weißt du was? Why not? Komm her. Ich hoffe, ich... Ja, wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe dich nicht umgebracht, aber ich habe dich nicht umgebracht. Sehr gut. Yes, sehr gut. Ja, ist gut. Ich tu dir nichts. Brauchst nicht anfangen zu weinen. So. Alter, und die Sonne. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir für die heutige Aufnahme durch. Das war mir jetzt dann doch noch wichtig, dass wir diesen Bossgegner klatschen. Ich meine, bei Bane ist es halt wiederum eine absolute Glückssache, ob wir ihn überhaupt finden. Ich meine, klar, der gibt uns wahrscheinlich ungefähr die Richtung vor, aber es wäre jetzt irgendwie seltsam, wenn er uns denn genau den einen Wanderer rauspicken würde. Aber andererseits, ich muss den ja machen. Ich will jetzt aber auch nicht zig Folgen damit verschwenden, hinter dem herzulaufen. Da muss ich mal schauen. Also, ich lege mich jetzt hier erstmal aufs Ohr. Werde den Tag über wahrscheinlich schlafen und dann platziere ich das Schloss irgendwann um. Und in der nächsten Aufnahme werden wir vermutlich schon woanders sein. Und dann eine neue Location genießen. Bis dahin, macht's derweil gut. Bis zur nächsten Folge. Servus und ciao.